Heute machen wir ein vegetarisches Gericht und zwar gibt es Parmigiana. Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Willkommen in meiner neuen Küche. Ich habe das hier ein bisschen umgestaltet und ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen oder ihr könnt mir auch gerne unten in den Kommentaren schreiben, ob ihr ein Video zu dem Umbau oder Küchen-DIY, ich habe nämlich alles selber gemacht, sehen wollt. Und ansonsten fange ich jetzt mal an, weil ihr habt euch ein vegetarisches Gericht mit Auberginen gewünscht und dann habe ich mir gedacht, ich habe noch gar kein Parmigiana auf meinem Kanal oder auf meinem Blog stehen. Und es ist so einfach. Es ist ein Klassiker, ein italienischer. Das heißt, es lieben alle. Vegetarisch. Ich mache es ein bisschen gesünder als die klassische Variante. Normalerweise tut man hier die Auberginen frittieren und in Mehl wälzen. Wir machen das jetzt heute nicht so. Ich mache es ein bisschen gesünder, wie gesagt. Und auch ohne Mehl, dann ist es weizenfrei. Und ich zeige euch aber, was ich dafür brauche. Und zwar habe ich jetzt Auberginen, zwei. Dann, und die sind der King. Also die und der Käse. Ich habe hier einmal Parmesan und einmal Mozzarella. Und dann machen wir eine Sauce, eine Tomatensauce. Da habe ich hier Tomaten aus der Dose und ich nehme immer ganze Tomaten geschält. Die sind, egal von welcher Marke, immer die besten. Die haben am allermeisten Geschmack drinnen. Dann habe ich hier Zwiebeln, Knoblauch und Basilikum. Und ein bisschen Olivenöl brauche ich auch. Und ich habe hier auch noch einen Pinsel, um nachher die Auberginen einzustreichen. Falls ihr hier Geräusche hört, es ist immer noch Baustelle hier. Und es kann sein, dass wir ab und zu ein Bumpern hören oder Sägen oder keine Ahnung. Aber nur, dass ihr euch nicht wundert. Und ich fange auch jetzt direkt an, indem ich die Auberginen zubereite, weil die brauchen am längsten. Also ich wasche die zuallererst und dann schneide ich hier vorne den Strunk ab. Und dann schneide ich feine, lange Streifen aus der Aubergine raus. Und ich will, dass sie so circa so dick sind, weil wir salzen die auch gleich nochmal und die gehen auch nochmal ein bisschen ein. Ihr könnt natürlich auch runde Scheiben schneiden, aber ich mache das ganz gerne so, weil dann kann man das so ein bisschen wie eine Lasagne schichten. Und dann lege ich die mir hier hin und hau ordentlich Salz drüber, weil das Salz entzieht der Aubergine ein bisschen die Flüssigkeit und auch die Bitterstoffe. Und dann nehme ich mir ein Küchenpapier und tupfe das ordentlich ab. Und jetzt lege ich das alles auf so ein Gitter auf. Ich habe hier so ein wiederbenutzbares Backpapier, also nicht wundern, ihr könnt ja ganz normales Backpapier nehmen. Und dann pinsel ich mir die Auberginen eine nach dem anderen ein bisschen ein. Wie gesagt, klassisch würde ich das jetzt in Ei und Mehl wälzen und dann rausfrittieren, aber wir machen das jetzt eben auf eine bisschen gesündere Art und Weise. So, wenn die jetzt alle eingepinselt sind, dann haue ich sie in den Ofen. Der Ofen ist so auf 180, 190 Grad vorgeheizt und da kommen sie jetzt für circa 35 Minuten rein. Während die Aubergine jetzt in den Ofen ist, machen wir jetzt eine ganz einfache Tomatensauce. Und zwar brauche ich dafür die Zwiebeln. Die schneide ich in feine Würfel. Dafür schäle ich sie einmal, lasse die Wurzel dran, halbiere sie und schneide dann feine Streifen, die nicht bis ganz zum Ende gehen, durch. Dann schneide ich nochmal längs so wie hier durch. Und dann kann ich mir schöne kleine Würfel runterschneiden. Dann kommt jetzt noch Knoblauch. Ich habe gerne viel Knoblauch, deswegen kommen, glaube ich, drei. Ja, die sind klein. Machen wir drei Knoblauchzehen. Das könnt ihr natürlich auch weglassen. Und dann habe ich hier eine Pfanne, da kommt Olivenöl rein. Die Zwiebeln, die schwitze ich langsam ein bisschen an. Dann kommt das Knoblauch dazu. Und jetzt kommen auch schon die Tomaten dazu.
dann habe ich das ganz gerne noch mit ein bisschen Balsamico-Essig und dann schmecke ich das ab und lasse es auch so lange köcheln, bis die Auberginen fertig sind. So, die Auberginen sind fertig. Ich steche ganz gerne mit einem Messer nochmal rein, um zu testen, dass es auch wirklich gut durchgeht. Es gibt nichts Schlimmeres als nicht gekochte oder nicht fertig gekochte Auberginen. Kriegt man auch so wahnsinnig Bauchweh, also passt da auf. Und jetzt ist es ready, um alles zu schichten. So, zuallererst kommt eine ganz kleine Schicht von der Tomatensauce. Dann kommt die Aubergine drauf. Dann wieder Tomatensauce und zwar ein bisschen mehr. Jetzt reibe ich Parmesan drüber. Dann kommt eine gute Handvoll Basilikum, frischen Basilikum drauf. Dann zupfe ich ein bisschen Mozzarella darüber. Dann kommt jetzt wieder Auberginen, Tomatensauce, gute Handvoll Basilikum, Parmesan und Mozzarella. Bis das jetzt so ausschaut und jetzt ist es fertig für den Ofen und das Ganze stelle ich jetzt nochmal für 35 Minuten bis 40 Minuten in den Ofen und dann ist unser Auflauf fertig. Ich schneide mir da jetzt ein Stück raus. Wenn ihr das ein bisschen abkühlen lässt, das ist so wie eine Lasagne, dann ist sie wirklich, sieht man noch jede Schicht und so viel besser. Aber so ist es auch schon richtig gut. Und ich probiere das jetzt mal. Mmh, also das ist für mich alles Gute kombiniert in einem. Ich liebe Auberginen, ich liebe Tomaten vor allem jetzt. Ich liebe Käse, Parmesan. Der ist schön knusprig oben und sonst ist alles richtig schön weich, oh, knoblauchig. Ich fühle mich wie im Italienurlaub gerade. Also ich hoffe, ihr macht es nach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bitte, bitte abonniert meinen Kanal, wenn euch das gefallen hat. Das Rezept findet ihr auf mimilicious.org. Das ist alles nochmal unten in der Infobox verlinkt. Und folgt mir auf Instagram, da poste ich jeden Tag Inspirationen rund ums Essen und was ich so esse und nehme euch mit an so Drehtagen wie heute und da frage ich auch sehr oft, welche Rezepte ihr euch wünscht. Da kann ich euch viel schneller antworten als hier auf YouTube. Also gerne Mimilicious mit einem Unterstrich. Ich verlinke euch das auch nochmal unten und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschüss!